Herzlich willkommen zu Kramers Woche bei Börse Stuttgart TV, der ersten im neuen Börsenjahr. Das neue Jahr hat begonnen, wie das alte aufgehört hat. Ruppig. Die Schwankung bleibt uns offensichtlich also auch im neuen Jahr erhalten. Das ist zum einen zur großen Freude vieler Trader, andererseits eher zum Leid vieler eher konservativer Anleger. Trotzdem stellt sich die Frage, wie ist denn die aktuelle Lage eigentlich zu bewerten? Was kommt da 2019 auf uns zu? Und genau diese Fragen wollen wir heute wieder beantworten mit Tobias Kramer, dem Herausgeber des Zertifikateberaters. Herr Kramer, ich gebe die Frage direkt an Sie weiter. Wie bewerten Sie denn die aktuelle Situation an den Aktienmärkten? Eigentlich nicht anders als vor zwei Wochen, als wir die letzte Sendung aus Dubai gemacht haben, Herr Zudeck. Und damit hallo, jetzt wieder mal aus Berlin und ganz zum Start sei es auch noch in der ersten Sendung erlaubt, sowohl den Zuschauern als auch Ihnen und den Kollegen der Börse Stuttgart alles Gute fürs neue Jahr zu wünschen. Möglichst gleichbleibende Kurse, denn bei gleichbleibenden Kursen freuen wir uns im Jahr 2020 umso stärker darüber, dass Sie das Wachstum, was wir für 2019 erhoffen, in 2020 nachholen und wir das ganze Jahr 2019 über Sparaufträge oder regelmäßige Käufe uns in diesem angespannten Markt, denn das ist er, positioniert haben. Und da fing es ja im Grunde genommen auch gleich relativ spektakulär an, nachdem insbesondere Fonds zum Jahresende auch nochmal hinzugekauft haben und die Indizes leicht nach oben gezogen haben, ging es sehr, sehr volatil in das Jahr hinein. Und dann kam ja am gestrigen Tag, wir zeichnen das ja am Freitag auf, also am gestrigen Donnerstag, kam dann die Meldung von Apple, dass man die Umsatz- und auch die Gewinnzahlen dann, die bisher erwartet waren, nicht erreichen wird. Und das setzte dann eben auch nochmal den Gesamtmarkt unter Druck. Aber man merkt, dass in dem Bereich, in dem wir uns jetzt sowohl beim S&P als auch beim DAX befinden, offensichtlich auch Hände da sind, die dieses Niveau für attraktiv halten und einsteigen. Aber unsere Aussage aus den bisherigen Interviews bleibt bestehen, dass wir den Markt erstmal weiterhin skeptisch sehen, solange er unter 10.800 beim deutschen Aktienindex notiert und unter 2.580 beim S&P 500. Bevor wir gleich auf den Tech-Sektor insgesamt blicken, erst noch eine Frage zu Apple. Gestern, die Apple-Aktie geht in der Spitze um 10% in die Knie. Es wurde Kapital im Gegenwert von rund 75 Milliarden vernichtet. Wie kann das bitte schön sein, dass so ein Schwergewicht wie Apple innerhalb von nur einem Handelstag um 10% fällt? Ja, die ganz leicht dümmliche, aber doch noch platte und auch richtige Antwort ist, es gab eben deutlich mehr Verkäufer als Käufer. Und man merkt daran eben auch, dass es auch bei einer Apple-Aktie dann in bestimmten Situationen genau an diesen zugreifenden Händen fehlt. Ein bekannter Großaktionär ist ja auch bekannt dafür, dass er dann gerne in durchaus adäquaten und sehr dicken Scheiben nachkauft, Warren Buffett. Wir wissen natürlich noch nicht, was das Orakel von Omaha jetzt am 3. Januar an Transaktionen getätigt hat. Die erfahren wir erst Ende April des laufenden Jahres. Bald kommen die Zahlen fürs Jahr 2018 heraus, fürs vierte Quartal. Aber im Moment ist es eben so, dass die Apple-Aktie ja schon ordentlich gelitten hat, auch vor diesen Zahlen. Und es könnte durchaus sein, dass diese von Tim Cook sehr offensiv kommunizierte Planabweichung statt 93 Milliarden Umsatz im Quartal nur 84 erreicht, dass das auch ein Instrument ist, um einmal für einen wirklichen Sell-off in dieser Aktie zu sorgen, um dann auch den Investoren eine neue Bodenebene zu vermitteln. Denn die Aktie hat ja auch schon vorher kräftig verloren. Sie stand, das vielleicht zur Erinnerung, bei 225 US-Dollar im Jahreshoch und liegt jetzt eben bei 140, 145 US-Dollar. Hat also über 35% verloren und ist im Moment mit einem sehr, sehr günstigen KGV im 10er-Bereich bewertet, in das noch nicht mit einberechnet wird, dass da ja auch noch so eine kleine Cash-Position, Netto-Cash-Position bei Apple existiert, die immerhin die Größe hat von 125 Milliarden US-Dollar. Also wer grundsätzlich von dem Unternehmen überzeugt ist, aber
bisher noch nicht investiert war oder auch immer mal wieder darüber nachgedacht hat, als Warren Buffett bei 180, 190 oder 200 US-Dollar auch noch gekauft hat, der findet jetzt eben ein Kursniveau vor, wo er deutlich günstiger und auf ermäßigtem Kursniveau einsteigen kann. Denn Kunden von Apple sind ja generell sehr zufrieden mit ihren Produkten. Das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass die Haltedauer und die Nutzungsdauer zugelegt hat und von 1,5-2 Jahren eher auf 3 Jahre hochgegangen ist. Hinzu kommt das Problem, was in China ist. Das ist aber dann eher ein geopolitisches und nicht mikroökonomisches, sondern makroökonomisches, was auch mal wieder mit dem US-Präsidenten zu tun hat. Weiten wir den Blick an dieser Stelle etwas aus, denn nicht nur Apple, sondern der US-Tech-Sektor insgesamt neigt bereits seit Ende des vergangenen Jahres so ein wenig zur Schwäche. Setzt sich denn auch im laufenden Jahr dieser Trend aus Ihrer Sicht weiter fort? Denn im Sog von Apple sind nicht zuletzt auch die ganzen Zulieferer deutlich unter die Räder gekommen. Ja, aber man muss dann natürlich auch sehen, was da für Bewertungsniveaus bei einzelnen Titeln mittlerweile auch erreicht sind. Bei Apple habe ich es angesprochen, die Aktie ist, also sie war aus meiner Sicht auch vor diesem deutlichen Kursabschlag schon sehr, sehr günstig bewertet und jetzt ist sie eben nochmal deutlich günstiger bewertet auf dieser Kursbasis von 145 US-Dollar. Und das trifft auch auf viele andere Tech-Werte zu, die viel beschworenen Fangaktien haben da auch federn lassen müssen, teilweise mit Berechtigung, teilweise aber auch einfach wegen des Marktsentiments und weil Investoren auch im Zuge von Umschichtungen dann auch mal Gewinne realisiert haben auf Basis zumindest gestiegener Bewertungen. Aber ganz generell, der Nasdaq 100 ist etwa 20% inzwischen gefallen und auch da sind inzwischen wieder einzelne Aktien mit dabei, die durchaus attraktiv erscheinen. Und die wichtige Frage scheint im Moment und die auf den Markt einwirkende Frage scheint im Moment eher zu sein, wie kommt Donald Trump A mit den Chinesen zurande und B auch mit dem aktuellen Shutdown? Und das scheint im Moment besonders stark auf die Stimmung bei den US-amerikanischen Anlegern zu schlagen. Das sind natürlich auch zwei Themen, die an den großen Indizes ebenfalls nicht spurlos vorübergehen. Sie schauen ganz gerne auf den DAX oder auch den S&P 500. In vorhergehenden Sendungen sprachen wir bereits von der aus Ihrer Sicht wichtigen Marke von 10.800 beim DAX beziehungsweise der 2.580 beim S&P. Der DAX zumindest heute knabbert so um die 10.600-Punkte-Marke. Wann fällt die 10.8? Keine Ahnung. Und wenn sie fällt, dann ist es zumindest das Signal, dass Anleger so den ersten möglicherweise großen C auch wieder reinhalten können. Also wenn dann Cash da ist, dann ist das für auf Deutschland fokussierte Anleger das erste Signal, dass das Zutrauen des Marktes offenbar zurückkehrt. Die zweite Marke, die auch nochmal in Erinnerung gebracht, die wir ja auch im September, Oktober als Ausgangspunkt für unsere zunehmende Skepsis für die Aktienmärkte benutzt haben, ist die 200-Tage-Linie auch wieder beim deutschen Aktienindex. Das wäre so der Moment, wo dann nicht nur der große Zeh, sondern dann auch der Fuß oder das ganze Bein wieder reingestellt wird. Aber bei der Gelegenheit auch immer noch mal daran erinnernd, dass wir ja in vorhergehenden Sendungen auch immer nicht nur über den DAX gesprochen haben, sondern den DAX im Grunde genommen nur als das als ein Vehikel, was den meisten eben auch in Tagesschau, in der täglichen Berichterstattung am meisten über den Weg läuft, bekannt ist. Aber der relevantere Blick, weil das bessere Indexkonzept mit den spannenderen Unternehmen, ist der MDAX. Der ist zwar ein Stück weit höher bewertet, aber für den MDAX werden eben in den nächsten Jahren auch höhere Wachstumserwartungen im Moment noch in die Prognosen eingetragen. Und es ist eben so, dass da kleinere, dynamische Unternehmen sind, die auch noch starke Wachstumssprünge vor sich haben. Von daher würde ich dann immer auch noch mal den Blick auf den MDAX richten, der auch aus fundamentaler Sicht einiges an Kurspotenzial hat. Beim DAX haben wir schon oft darüber gesprochen, dass da eben auch verschiedene Werte drin sind, die am Kapitalmarkt mit deutlich höherer Skepsis gesehen werden. Also nochmal als Wiederholung, die Automobilhersteller, die Banken, beziehungsweise so viele sind es ja nicht mehr, da ist ja nur noch eine im DAX, und dann natürlich Versorger. Die Lufthansa wird weiterhin sehr, sehr
kritisch gesehen. Also da ist auch viel Skepsis in einzelnen Aktien mit eingepreist und die muss ich erst wieder lösen, beziehungsweise das Zutrauen, dass diese alteingesessenen Großunternehmen wieder an Drive aufnehmen und auch ihre Gewinnzahlen weiterhin bestätigen, um dann wieder höhere KGVs zu rechtfertigen. Das muss erstmal kommen. Also von daher eher weiterhin unser Blick auf den MDAX. Dann halten wir an dieser Stelle fest, DAX technisch nach wie vor aus Ihrer Sicht angeschlagen, fundamental so lala. Schauen wir noch zum Abschluss ganz kurz in die USA, S&P, ja, eben der andere Index, über den Sie immer gerne sprechen, 2580 Punkte Marke. Charttechnisch lassen wir mal außen vor, aber fundamental haben wir auch noch eine ganze Reihe von Problemen vor der Brust. Wir haben es gestern gesehen, die beiden Abgeordnetenhäuser wurden jetzt eben frisch zusammengesetzt. Man hat nach wie vor den Handelsstreit in den USA. Fundamental könnte es besser aussehen, oder? Ja, also was da innenpolitisch gerade alles passiert und auch in der Außenpolitik bei den Handelsabkommen ist schon dramatisch. Also Apple ist eben das erste Unternehmen, was jetzt auch mal zum Ausdruck gebracht hat, dass diese Verhaltensweisen von Donald Trump ihn eben in China das Geschäft komplett verhagelt haben. Und das war ja auch die Aussage von Tim Cook, dass dieses Umsatzminus, dass dieser Umsatzrückgang zu 100% auf China zurückzuführen ist. Also ganz klar auch ein Adressat dieses Briefs an Investoren, auch der Präsident. Der zweite Punkt ist, dass Donald Trump im Moment den Shutdown aussitzen will, ein bisschen weinerlich auch in der Gegend herumtwittert und sagt, dass er im Weißen Haus gesessen hat, ganz alleine und die ollen Demokraten nicht vorbeigekommen sind, um einen Deal mit ihm zu machen. Ja, weil es keine Einigungsgrundlage gibt, weil die Demokraten daran kein großes Interesse haben, diese Mauer zu bauen, die ja, daran sei auch nochmal erinnert, eigentlich von den Mexikanern bezahlt werden sollte. Ich weiß überhaupt nicht, warum die Demokraten in irgendeiner Form da was zahlen sollen, weil Donald Trump hat ja versprochen, dass die Mexikaner für diese Mauer zahlen. Und dann ist natürlich auch noch ein Punkt in den USA, dass die generelle Situation auch mit den Zinsen, die zwar ein bisschen zurückgekommen sind, aber eben immer noch auch im Vergleich zum Vorjahr auf deutlich gestiegenem Niveau anzusiedeln sind, eben auch etwas darstellen, was sukzessive auf den Aktienmarkt ausgewirkt hat. Das ist die politische Situation. Fundamental kommt dann immer noch erschwerend hinzu, dass der S&P 500 trotz seiner Rückgänge in den letzten Monaten immer noch ganz ordentlich bewertet ist mit einem KGV von 17 und einer Vergleichszinsanlage, die mit 2,7% verzinst, eine sichere Anlage, wenn man US-Staatsanleihen als sicher betrachtet, was ja die meisten Investoren tun. 2,7% ist da eben, wenn man nach Europa schaut, schon mal ganz attraktiv, wo die vier größten Nationen durchschnittlich 1,3% zahlen, von Deutschland ausgehend 0,2 bis hoch zu Italien 2,7%, im Mittel so 1,3%. Also da ist ein deutlicher Zinsvorsprung in den USA da und der drückt eben auch auf Bewertungsniveaus und da ist eben beim S&P grundsätzlich noch ein bisschen Luft. Ganz kurz noch die wirklich abschließende Frage zum Börsenjahr 2019. Es gibt eine Grundlage zur Saisonalität, die sagt, nach den Midterm-Wahlen im folgenden Börsenjahr geht es immer nach oben. Das liegt einfach daran, dass viele Präsidenten eben direkt nach ihrer Wahl unpopuläre Maßnahmen treffen, direkt vor der nächsten anstehenden Wahl dann eher mit Geschenken locken. Hat Donald Trump durch die Steuersenkung etc. sein Pulver schon so verschossen, dass 2019 eben diese Regel brechen wird? Das kann ich nicht sagen. Also ich finde ja auch nicht, dass diese Steuerreform ein besonderes Geschenk für die Amerikaner waren. Es waren vielleicht ein Geschenk für Aktionäre, aber für Amerikaner war es kein Geschenk, denn der Großteil davon profitiert ja nicht davon, dass die Unternehmen weniger Steuern bezahlen, sondern der Großteil würde davon profitieren, wenn er höhere Gehälter bekommt. Also von daher ist die USA manifestiert mit Donald Trump so ein bisschen dieses Thema der Ungleichheit. Die Steuersenkung für die Unternehmen hätte es an der Stelle nicht gebraucht.
eher ein paar andere Maßnahmen wären da sinnvoll gewesen, die er ja auch anschiebt. Also man kann ja nicht sagen, dass alles, was er vorhat, was er tut und so weiter, komplett falsch ist. Infrastruktur ist in den USA ein elementares Thema. Jeder, der schon mal 100 Kilometer oder 100 Meilen, muss man ja da sagen, auf einem Highway unterwegs war, der sieht ja erschütternde Bilder, wie die Straßen mitunter aussehen, und muss auch ein erhöhtes Maß an Aufmerksamkeit an den Tag legen, damit er nicht in irgendein relativ tiefes Schlagloch auf einmal versinkt, was sich da immer mal wieder auftut. Also da sind in den USA verschiedene Sachen zu tun, die er auch korrekterweise aus meiner Sicht adressiert. Aber was die jetzt möglichen Geschenke anbelangt, da wird es eben in der Tat schwierig. Nichtsdestotrotz bin ich grundsätzlich für dieses Jahr gar nicht so pessimistisch. Ich glaube noch nicht, dass wir die Tiefs gesehen haben. Ich glaube, dass wir eine relativ umgedrehte Börsensaisonalität in dem Jahr haben werden. Jedenfalls ist das meine aktuelle Vermutung, dass wir im ersten Quartal eher fallende Kurse, dann eine Stabilisierung und dann zum Jahresende 2019 nach einer erfolgten Bodenbildung den Beginn einer neuen Aufwärtsbewegung sehen werden. Und wie ich Sie kenne, werden Sie mir die Prognose auch das Jahr über regelmäßig um die Ohren hauen, wenn sie falsch ist, oder auch um Kommentierung bitten, wenn ich einigermaßen richtig liege. Wir werden es erleben. Das mache ich auf jeden Fall sehr gerne. Wir halten also fest, zu Jahresbeginn ist definitiv noch nicht alles verloren, und wir hoffen an dieser Stelle das Beste. Tobias Kramer, Herausgeber der Zertifikateberater, vielen Dank nach Berlin. Gerne und bis zum nächsten Mal. Sie, liebe Zuschauer, schauen Sie auch das nächste Mal wieder rein, wenn es heißt Kramers Woche bei Börse Stuttgart TV.